Es ist soweit. Der julische Purzelbaum. Wo ist er? Ah, hier. Warte, muss doch jeder gucken, sonst verpasst er den. Der julische Purzelbaum. Set up. Ja. Ja. Welcome everybody to Live Harmonic Season 3. Actual plan and you the things you use to make this happen. Okay, so the plan right now is that we're going to meet at the airport in Iceland because dancers are coming from different cities, so the best thing is to meet in Iceland, and then we're just going to like drive around, go to different Airbnbs where we're going to sleep, just have a great time, and in between take some pictures. Also das war ja vor 4 Jahren direkt, haben wir in Augsburg bei European All-Star Camp. Und da hat Eva direkt angefragt und sie meinte dann so, ja, ich will dich unbedingt dabei haben, zahlt ja auch den Flug. Okay. Ja, und dann ich so, ja, okay. Jetzt hinter mir irgendwas. Tornado waren zu viel gestern, oder was? Das merkt man so leicht. Die Behind the Scenes habe ich nicht gefühlt, was gestern da eskaliert ist. Was ist das denn? So, letzter Tag, ne? Ja. Wir ziehen jetzt durch, habe ich gehört. Wir holen nochmal alles aus den Locations raus, die wir jetzt auch hier haben. Ich habe zwar schon über 40 Bilder für die Ausstellung. 40? Safe. Es wird sowas vom Fotobuch geben. Andere Optionen habe ich gar nicht. Ich kann nicht 40 Bilder ausstellen. 42 Bilder, die wir gemacht haben, sind weg. Nice! Heute kommen wir auf 50. Ja? Wie viele Locations haben wir denn noch? Die hier? Die in 2 Perspektiven. Wir haben noch so eine Schlucht, noch so ein Moosding und auf dem Rückweg eigentlich noch den Schnee. Das Schnee. Und nochmal 5 obendrauf. Sind wir bei 47. Und der weiß, wir finden noch irgendwas. Das ist wie so ein Senat. So ein Senat, alle rasten aus. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch noch, ehrlich gesagt, aber am ersten Tag war ich schon so, oh, what the fuck. Ey, überall wo man die Kamera hinhält, ist einfach ein Shot hier, ne? Krass, krasser Trip und auch sehr, sehr gut geplant von Eva auf jeden Fall. Abschlag Nummer 6. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. There's a reason behind everything. Nothing is done by coincidence, accident, mistake. It's always bitte. Wo ist er hin? Er ist safe schon gelandet, aber ich hab den. Das passiert auch mal, dass du den nicht mehr siehst. Der wird gut gewesen sein. Egal, läuft. Yes, yes. Standing ovation. Genau. Ja, aber der Fuß ist auf. Genau.
Und ich werde ein bisschen melancholisch, weil ich glaube, das ist das Letzte, was wir machen mit den Autos. Das glaube ich bei dir nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, auf dem Weg nach zum Airport sagst du, wisst ihr was? Da ist ein Pferd, da ist Schnee. Und Leute, wenn wir jetzt diese Golden Hour nicht wahrnehmen, dann müssen wir nochmal. Das kann also melancholisch werden, Leute. Es könnte sein, dass wir auf Rücken nach Reykjavik noch was finden. Aber ich glaube, wir sind alle heute durch. Und ich glaube, wenn ich auf dem Schiff mit den Walen war und mich abgereiert habe, dann habe ich keinen Bock mehr zu shooten. So. Genau so. Moment. So. Nee, das Letzte, was wir zusammen machen, tatsächlich. Und ich fände es super nice, wenn wir einfach auch mal alle da uns auf dem irgendeinen coolen Spot stellen. Ich habe da eben was gesehen mit so einem Felsen. Ich hoffe, wir können da irgendwo halten. In der Interstellar-Landschaft. Und ich fände es super schön, wenn wir vielleicht das vom ersten Abend, wo wir alle am Strand waren, wo ihr einfach getanzt habt, das einfach gleich nochmal macht. Aber jetzt mit der Connection, die da ist, und auch mit der Connection zur Natur, die jetzt da ist, und diese ganzen Eindrücke nochmal so ein bisschen rauslassen. Yes. Ich glaube, das wäre ein ziemlich schöner Abschluss für alles. Let's do it! Passend zum letzten Shooting. Epischer geht's gerade gar nicht, glaube ich, mit der gesamten Truppe. Mit den Outfits. Hier in der Interstellarlandschaft. Hier wurde Interstellar gedreht. Da mit Blick aufs Meer da hinten. Und gleich wird hier nochmal ein letztes Mal Magie gemacht, bevor wir Wale gucken gehen. Das ist der letzte Spot. Ja, nicht hier, sondern hinter dir. Was geht dir durch den Kopf? So ein komisches Gefühl. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen surreal an. Vor allem, weil das so der krasseste. Das krasseste Gefühl gerade hier ist, irgendwie so auf dem, auf diesen Schneebergen. Haben wir nicht mit gerechnet, dass es schneit so heftig. Und ich glaube, das ist ein sehr cooler Abschluss für alle, auch noch zusammen ein Foto zu machen, zusammen zu tanzen und irgendwie so dieses Gefühl von der ganzen Reise noch mal so ein bisschen rauszulassen. Ich freue mich voll, aber so ein Lachen ist ein weinendes Auge. Ja, stimmt. Ja. Okay, wir müssen jetzt auch loslegen, weil wir haben 20 Minuten, um den Shot zu kriegen. Aber wenn ihr die Schuhe anlasst, dürft ihr nicht die Füße hochnehmen. Kein Problem. Genießt es einfach, dass ihr hier einfach auf so 1000 Meter Höhe steht und tanzt im Schnee. Ich filme hier eigentlich die ganze Zeit nur Freestyle. Eva gibt mir die Locations und so eigentlich schon so auf Präsentierteller, so hier. Ja, ja. Mach was damit und dann stelle ich Tänzer an, filme ich Freestyle und dann gucke ich am Ende, was ich daraus mache. Eva. Das läuft nämlich so, da kriegt man hier alle, die sehen alle gleich aus. Du kriegst nämlich da einen Anzug, dann schlüpfst du da rein und dann siehst du fantastisch aus. Yes! Yes!
Noch nicht eingehen, weil der Udo findet das nicht gut. Wieso? Babys halt, Toddlers. Die Lucky Tours. Guess it's your lucky day. We just need to cover some very basic safety information, so if I can have your attention for just 2 minutes, that would be great. Keine Ahnung, ob jetzt Blau Ende kommt, aber wir sind Autos abgegeben und bisher war es ein toller Trip. Wir reden schon über Bali. Wenn das echt so schön wir mal einfach mal so droppen, ob das erst in 4 Jahren passiert, wissen wir nicht. Aber mal gucken, ob das das Ende des Vlogs ist. Jojo Joe, we out. Hey Leute! One of my number one bucket list travel destination goals was always Iceland. And I told myself, if you're ever gonna go there, just take some dances with you. Just have a great time and in between, take some pictures. Welcome everybody to 90 Harmonies Season 3. Ja, irgendwie, man hat halt wirklich die Verbindung zur Natur gespürt irgendwie und das war halt wirklich komplett magisch. Ja, Ali, ihr habt mich so inspiriert. Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, Alter, ich werde wieder richtig emotional gerade, das ist voll crazy. Wie viel Magie einfach entstanden ist. Das ist so geil, was Kunst machen kann. Manchmal, wenn man ein Gefühl dafür hat, so okay, jetzt sind die Sterne richtig, dann gibt es kein Zurück mehr, dann geht's echt drauf los. Ich finde, dass jeder voll viel gegeben hat, ohne absichtlich was zu geben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Jeder hat irgendwie total inspiriert, ohne zu sagen, okay, ich zeige euch jetzt irgendwas. Irgendwie was voll inspirierend, euch alle zu sehen. Das hat auch was mit mir gemacht. Die Reise hat definitiv einiges verändert. Bei ihr bedanken. Eva, das geht raus an dich. Du bist so eine krasse, bombenmäßige, krasse, oberhammerheftige, brutale, knallharte, mega kreative, motivierende Frau. Tschüss. Einfach nur tschüss an dich. Wie du das organisiert hast, ist wirklich ein Streber-Move. Im ganz positiven Sinne. Das ist so Nerd-Level auf über 100%. Hast du geschafft. Da geht's ja auch. Ich kann nur sagen, immer wieder gerne. Support vom Herzen, egal was du machst. Und was ich jetzt sage, ne, das wird eine Prediction sein for your future. Ich habe es dir schon bei der Reise ein paar Mal gesagt. Aber diese Fotos werden deine Karriere verändern. Jetzt muss so ein Effekt kommen. So. Und dann gehe ich so weg.
Ich glaube, wir sind so dankbar, dass das Worte gar nicht ausdrücken können, was du bei uns bewegt hast, was du in uns angerollt hast und angestupst hast. Das ist einfach heftig. Du bist so eine Künstlerin und hast ein riesengroßes Herz und wir haben da alle drin Platz. Und ich glaube, das, was wir da kreiert haben, das wird alle anderen mindestens genauso heftig berühren wie uns und das für immer. Das konnte sich schon immer extrem gut Leute zusammenbringen. Und das hat man jetzt hier so gebündelt nochmal gesehen. Mega, mega krass. Weil ich meine, es gab keine Differenzen, null. Und hätte ja auch anders sein können. Manchmal im Humor. Bitte? Manchmal im Humor. Ja gut, wann ist das nicht mal so? Auf jeden Fall habe ich den krassesten Respekt vor ihr. Ich meine, ich habe ihre komplette Entwicklung ja miterlebt irgendwie als Fotografin. Mhm. Und OG. Ja. Ich bewundere das extrem einfach und ich bin auch sehr, sehr stolz auf sie und auch da unglaublich glücklich, dass ich das mitverfolgen kann und dass sie mich auch immer mitnimmt, so, weil ich meine, ich war ja jetzt eher Nebencharakter, sag ich mal so. Und deshalb, das, ja. Das ist ja auch deine Funktion. So hier, ne? Ja, aber liebe an Eva. Ich bin einfach ultra dankbar, dass ich dabei sein durfte und dass wir uns kennen und dass du einfach noch da bist und dass du das machst, was du machst und die Menschen so connectest und berührst, wie du es machst. Okay, hat geklappt. Richtig fettes Dankeschön. Ich hätte niemals gedacht, dass das in so einem Rahmen passieren wird. Und ich bin einfach mega dankbar dafür, dass du mich einfach mit ins Team geholt hast, dass du so viel Herzblut da reingesteckt hast, dass du uns einfach die krasseste Zeit überhaupt ermöglicht hast. Alter, danke einfach. Das war krass, Mann. Oh, shit. Ja, Leute. Wir haben so lange gewartet, Leute. Oh, shit. Oh, Junge. Wir haben es geschafft, Junge. Ja, Mann. Okay, an das Team, ihr seid einfach die krassesten, wirklich. Also wie ihr durchgezogen habt, das ist einfach, da hört euch im Hintergrund, ich habe einfach den größten Respekt. Ich habe schon so viele TänzerInnen geshootet in Schnee, in Wasser und was weiß ich für Bedingungen, aber wir hatten ja echt alle beschissenen Bedingungen auf einmal und ihr habt einfach einen oben drauf gesetzt. Egal, was ich von euch wollte, ihr habt mir blind vertraut und das bedeutet mir unglaublich viel. Das ist so schön, einfach zu wissen, dass meine Kunst irgendwie so akzeptiert wird und von euch so bedingungslos einfach angenommen und umgesetzt wird. Und ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich bin da super, super dankbar für, dass ihr mit dabei wart auf der Reise. Jetzt habe ich Tränen im Auge. Tränen gab es schon, brauchen wir nicht nochmal.